Willkommen zu einer weiteren Runde Makrospaß mit Niklas und zwar hier auf Tier 3 für ZERG, Makromanagement, alles was mit der Einheiten der Gebäudeproduktion und unserer Wirtschaft zu tun hat. Und ich habe hier den falschen Zettel liegen, was macht der denn hier? Den mache ich mal schnell weg hier. So, genau, Tier 3, Makro ZERG und zuerst möchten wir erst einmal wieder auf die Unterschiede von unserem neuen Bild gegenüber des alten eingehen, wobei zu sagen ist, wir entwickeln ja unseren Bild von Tier zu Tier weiter und dieses Mal werden wir anstatt eben ja nur auf Roaches zu gehen, einen weiteren Einheitentypen, nämlich den Hydralisken fest in unserem Bild implementieren. Wir werden fest das Plus 2 Attack Upgrade nehmen, was dann auch der Auslöser oder der Zeitpunkt für unseren Angriff sein sollte und werden eben einen weiteren Gasgasier saturieren, also ein paar mehr Drohnen produzieren, denn wir benötigen gerade für Hydralisten sehr viel Gas. Das bedeutet, wir gehen hoch auf 4 Gasgasiere auf insgesamt, also 46 Drohnen, das bedeutet 17 pro Mineral Line. Das behalten wir erst einmal bei, also eine extra Drohne, die wir dann verwenden, um wenn wir dann wieder ein Gebäude produzieren möchten, zum Beispiel eine neue Hatchery dann nachher in unserem Follow-up und jeweils dann 6 pro Basis im Gas. Das ist also unser Ziel und eben die 4 Queens. 2 erstmal zum Injecten und 2, mit denen wir dann etwas Neues anstellen werden, worauf wir gleich dann als erstes zu sprechen kommen werden. Aber wie immer gilt, gerade als ZERG, wir möchten zwar eigentlich keine Einheiten bauen, bevor wir unsere maximale oder unsere gewünschte Drohnensaturation erreicht haben. Das wird uns aber in den wenigsten Fällen gelingen. Ja? Also eure Aufgabe als ZERG ist es eigentlich, Erfahrung zu sammeln und dementsprechend auf das, was der Gegner macht, zu reagieren, um euer Ziel, nämlich die Drohnensaturation und eben eure Upgrades zu erreichen, bevor ihr anfangt, Units zu produzieren. Das ist die Kunst des ZERG-Makroplays. So, und ja, wir gucken erst einmal auf das Gas, denn da tut sich eigentlich relativ wenig. Bei Minute 5 nehmen wir 2 Gasgasiere und sobald wir 100 Gas haben, werden wir dann den Leer erforschen und sobald wir nochmal 100 Gas haben, werden wir das erste Attack-Upgrade für unsere Ranged Units in der Evolution Chamber in Auftrag geben, wie auf Tier 2. Was sich lediglich ändert, ist, dass wir bei Minute 7 nicht nur ein Gasgasier, sondern direkt 2 nehmen. Das ist die Änderung beim Gas. Da wir ja auch direkt unseren Hydra dann setzen möchten, sobald wir genügend Gas haben und eben auch die Upgrades für die Hydras in Auftrag geben möchten. Dort haben wir auf Tier 2 bereits betrachtet, ist wichtig zuerst das Range Upgrade, dann das Speed Upgrade für die Hydralisten. Denn wir wollen ja erst dafür sorgen, dass sie weiter schießen können, damit sie eben hinter den Roaches stehen, denn Hydralisten halten weniger aus als Roaches. Das müssen wir im Hinterkopf behalten, auch wenn sie mehr Schaden machen. Und ansonsten nochmal zu sagen, Hydralisten schießen sowohl in die Luft als auch auf den Boden. Ja, also wenn viele Lufteinheiten kommen, brauchen wir eben noch mehr Hydralisten, als wir es in unserem Bild vorgesehen haben. Denn unser Army-Verhältnis ist ja eigentlich, so werden wir es lernen, erstmal ja, Roaches pumpen, Roaches, Roaches. Und dann, ab einem bestimmten Zeitpunkt, werden wir so 40 Supply-Hydralisten zu der Army hinzufügen. Die zweite Reihe, die dann eben als extra DPS, also Damage per Second, hinter unseren Roaches steht. Und ja, 40 Supply, das bedeutet 20 Hydralisten, maximal so 50. Aber, also 30 Hydralisten. Aber, wenn da zum Beispiel viele Air-Units sind, baut ihr nur noch Hydralisten, müsst auch direkt das Gas an der dritten nehmen und ja, euer Follow-up eben direkt aufziehen. Und ja, ansonsten werdet ihr genügend Erfahrung sammeln, gegen was denn Hydralisten besonders gut sind. Merkt ihr ja, wenn es klappt. Und gegen was sie nicht so toll sind. Und ihr eher auf noch mehr Roaches setzen möchtet. Allgemein, ja, wir möchten an Roaches und Hydras festhalten, bis wir das perfektioniert haben. Und dann erst auf andere Unit-Typen weitergehen. Und auch in der Mai-Kollektion hiernach werden wir nochmal lernen, dass da halt noch viel Potenzial ist. Also denkt nicht, dass ihr gerade, wenn ihr verliert, dass es an der Unit-Composition liegt, sondern versucht erstmal alles zu optimieren, bevor ihr dann wirklich euren Plan in andere Richtungen lenkt. Kann ich euch natürlich nur empfehlen. Ja, ihr könnt natürlich auch, wenn ihr gerade keinen Bock mehr habt oder frustriert seid, probiert andere Unit-Typen aus, ist ja auch cool, oder andere Builds, aber trotzdem sollten wir das Road Hydra Play erstmal optimieren. Overlords, unsere ersten drei Overlords wie immer bei 9, 15 und 25 Supply, da ändert sich nichts. Dann fangen wir ein bisschen später an, Units zu produzieren. Wir investieren ja erst in weiteren Tech, bevor wir Einheiten produzieren. Deswegen, ja, erst einmal Overlords bauen,
also die nächsten zwei dann kurz bevor wir supply-blocked sind, also bei 34 und 43. Das müssen wir dann einfach zu den ersten drei Overlords mit drin haben, dass wir ja diese frühzeitig bauen und dann auf 50 Supply werden wir einmal zwei Overlords bauen, denn dort geht ja die Einheitenproduktion los. Und sobald wir drei Hatcheries haben, ja, werden wir immer drei Overlords gleichzeitig bauen, bevor wir supply-blocked sind. Und das ist eben auch die Regelung. Baut dann immer ab dem Zeitpunkt so viele Overlords gleichzeitig, wie ihr Hatcheries habt. Also wenn ihr eine vierte Hatch habt, dann setzt ihr einfach, baut ihr vier Overlords. Natürlich nur, bis ihr 200 Supply frei habt. Und wenn ihr einen Overlord vergesst, gilt wie immer, baut immer ein Overlord, nicht mehr, als ihr es vorhattet, zu produzieren. Also wenn ihr gerade zwei bauen wolltet, aber es zu spät macht, dann baut drei und nicht sofort sieben oder so. Denn ja, ihr wollt ja keine Mineralien verschenken, die ihr woanders ausgeben könntet. So, im Follow-up werden wir dieses Mal unsere dritte Basis saturieren. Das bedeutet, wir werden hoch auf 69 Drohnen gehen. Also 17 pro Minerals und 6 pro Basis pro Gas. Wir werden also auch das Gas an unserer dritten Basis in Anspruch nehmen und möchten dann zu dem Zeitpunkt auch eine unserer verteidigenden Queens mit an die dritte Hatchery nehmen und, also zum Injecten, und unsere vierte Queen, die ja noch draußen rumdümpelt, die werden wir diesmal auch verwenden, denn wir werden eine vierte Hatchery setzen. Dabei ist nicht wichtig, dass wir diese an eine Mining Location setzen. Das ist erstmal eine sogenannte Makro-Hatch, also die setzen wir eigentlich in Base, am besten in unsere Main-Base, und gruppieren sie mit und nutzen sie nur für die Larven, die dort herauskommen. Und deswegen die vierte Queen werden wir dann mit an die vierte Hatchery setzen und immer alle vier Hatcheries durchgehend injecten, auch wenn wir kämpfen. Eigentlich hat Injecten absolute Priorität, ja. Und ja, wichtig dabei ist, dass ihr auch nicht mehr als vier Queens zum Injecten nutzt, denn es sind halt Ressourcen und vor allen Dingen Supply, die mit eigentlich in die Economy gehen. Denn eigentlich sind die Queens ja, die helfen ja auch der Economy bzw. der Einheitenproduktion. Aber sie nehmen halt Supply weg und unsere Army schrumpft dadurch. Klar, wenn wir defensiv stehen, können wir die Queens zum Verteidigen nutzen. Aber wenn wir angreifen, ist unsere Army schwächer. Deswegen baut am besten nicht mehr als vier Queens, wenn ihr nur mit denen injecten wollt. Gut, Leute. Dann, ja, werden wir ja, also es ist auch eher Makro, werden wir ja, haben wir eine neue Fähigkeit kennengelernt, nämlich die Creep Tumor, ja. Unsere beiden zusätzlichen Queens, die eigentlich zur Verteidigung gedacht sind, die werden wir jetzt zusätzlich für Creep Tumor verwenden. Das heißt, immer wenn wir Energie auf diesen Queens haben und wenn wir Zeit frei haben, ja. Es hat noch keine Priorität, das Creep-Spreaden. Erstmal unsere Economy, unsere Einheitenproduktion, unsere Overlords. Und wenn wir dann gerade merken, okay, wir haben nichts zu tun, dann setzen wir Creep-Tumore mit den Queens und setzen die einfach erstmal irgendwie, dass wir den Creep vorantreiben, ja. Irgendwie, ganz egal, erst einmal ein Gefühl dafür bekommen, wie wir den Creep ausbreiten können. Und das ist hier das Wichtige auf Tier 3, dass wir eben jetzt anfangen, Creep zu setzen und damit zurechtzukommen. Und ja, ganz am Ende wollen wir eigentlich nochmal das Wichtigste hier herausstellen, was auf Tier 3, was wir eben auch in der Control-Sektion schon gelernt haben. Ab jetzt werden wir unsere Ready Points, unsere Army Ready Points, unsere Hatcheries immer an einem Ort lassen. Immer an einem Sammelpunkt, einem festen Sammelpunkt zwischen unseren Basen. Egal, ob wir gerade angreifen oder verteidigen. Die Ready Points bleiben immer an diesem festen Ort, den man suchen. Und wir haben ja gelernt in der Controls-Lektion, falls nicht, dann geht jetzt zurück, denn das ist das Wichtigste überhaupt, was auf Tier 3 dazukommt, dass wir ab jetzt Eier gruppieren möchten sofort. Das bedeutet, wenn wir Drohnen bauen, dann benutzen wir einfach weiterhin den Mining Ready Point unserer Hatcheries. Also das bedeutet, sind wir auf einer Basis, dann ist ja klar, dann lassen wir den auf der ersten Basis. Saturieren wir die zweite Basis, dann setzen wir beide Ready Points, Mining Ready Points auf die Mineral Line der zweiten Basis und auf der dritten und so weiter. Ne? Immer auf alle Hatcheries zusammen auf die Basis, die wir gerade saturieren möchten. Denkt daran, wenn die zweite Hatchery fertig ist, ihr möchtet ja noch mal ein paar Drohnen später bauen, wenn wir das Gas nimmt an der ersten, dann setzt den ersten Rally Point erst nochmal zurück oder manövriert die Eier der oder die Drohnen der ersten Hatchery dann manuell ins Gas. Das geht übrigens auch schon, bevor das Gas fertig ist, also wenn der Extraktor im Bau ist. Wenn ihr dann Drohnen schon rechts klickt,
wenn es halb fertig ist oder dreiviertel, dann habt ihr dafür gesorgt und müsst nicht noch später nochmal gucken, wenn ihr gerade daran gedacht habt. Dann gehen die Drohnen trotzdem automatisch in das Gas, sobald der Extraktor fertig ist. So, das machen wir mit dem Mining Rally Point, aber wir waren ja beim Army Rally Point, den lassen wir irgendwo an einem guten, festen Sammelplatz. Und immer, wenn wir Army Units bauen, also Roaches oder Hydras, dann werden wir mit dem Steuerung-Klick eben auf die Eier, die wir gerade in Produktion gegeben haben, klicken, Steuerung-Linksklick in die Auswahl unten, dann diese Eier sofort mitgruppieren, also Shift 1, ab in die Army-Gruppe damit. Und wenn ihr dann mit eurer bereits bestehenden Army einen Move-Command irgendwo hinmacht, dann werdet ihr sehen, dass sich die Rally-Points, diese einzelnen Eier, sofort mit dorthin setzen, wo ihr den Move-Command hingeklickt habt. Denn Move-Command und Rally-Point ist ja beides auf Rechtsklick. Das ist sehr praktisch. Und das werden wir ab jetzt immer machen. Immer, wenn wir Army-Units bauen, werden wir diese direkt gruppieren. Ja, und gar nicht unseren Hatchery Rally Point mit umsetzen. Das erfordert sehr viel Übung, ist aber die effektivste, mit Abstand die effektivste Möglichkeit, mit euren Rally Points umzugehen. Denn auch schön dabei, eure Overlords fliegen nicht mehr über die Map, falls ihr sie irgendwo vergessen habt, den manuellen Rally Point zu setzen. Sondern sie, entweder sie sammeln sich an dem Punkt hinten, sicher an eurer Basis, oder ihr klickt sie eben direkt mit einem Rechtsklick dort, wo sie hin sollen, während sie sich gerade in Produktion befinden. So. Und das ist das Makro. Ja, das ist das Makro. Ich kann nur darauf hinweisen. Eier gruppieren. Das Beste. Die beste Mechanik der Zerg. Beim Injecten ändern wir erstmal nichts. Wir gruppieren unsere Queens. Entweder auf die Alt-Taste, die jetzt neu dazugekommen ist. Oder auf die 3, mit dem wir injecten. Und unsere Queens, die die Creep-Tumore setzen, die können wir auch gruppieren. Auf eine Taste, die noch frei ist. Und wir injecten erstmal manuell weiter. Also gehen an den jeweiligen Ort, springen mit einem doppelten Tastendruck auf die 4 an eine der Hatcheries und gehen die Hatcheries dann in Zyklus durch. Und auf Tier 4 werden wir die beste Möglichkeit kennenlernen, um zu injecten, aber das will ich jetzt nicht noch zusätzlich mit einfügen. Lernt erstmal mit dem eigentlich Allerwichtigsten umzugehen, nämlich dem Gruppieren eurer heranmorphenden Army-Units. Das ist die größte Errungenschaft, die wir eigentlich ja, komplett auf den Tiers für Zerg lernen. Das möchte ich immer wieder unterstreichen und werde ich auch immer tun, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Aber erst einmal entlasse ich euch damit in die nächste, nämlich die Micromanagement-Lektion. Wobei zu sagen ist, ja, bei Zerg auch auf Tier 3, gerade bei Roach Hydra gilt. Roach Hydra ist einfach zu Micro und dennoch werden wir uns auch auf Tier 3 ein paar Möglichkeiten angucken, wie wir unser Micro bzw. unser Verhalten, unser Positioning und Kampf ein wenig mit der Roach Hydra Army verbessern können. Aber dazu gibt es ja mehr in der Micro-Lektion.